Underworld Ascendant. Herzlich willkommen zu diesem neuen First-Person-Action-Rollenspiel, das erscheinen wird am 15. November 2018. Ich habe mir von den US-amerikanischen Entwicklern von Otherside Entertainment und vom italienischen Publisher 505 Games für euch eine Vorab-Version dieses Spieles geben lassen. Die ist bitte nicht zu verwechseln mit der Version zum Release. Es gibt noch kleinere Unterschiede, die Vertonung ist noch nicht perfekt. Es gibt noch kleinere Schwächen in der deutschen Übersetzung, aber im Großen und Ganzen könnt ihr in einer kurzen Preview-Reihe von einigen wenigen Videos, die ich euch zeigen werde, einen ganz guten ersten Eindruck bekommen von der Spielwelt, von den Gameplay-Mechaniken und von der stimmungsvollen und gruseligen Atmosphäre dieses Spieles. Ich werde euch entführen in ein riesiges Höhlenreich, in einen Dungeon mit unterirdischen Dörfern, mit riesigen Hallen, mit drei verschiedenen miteinander rivalisierenden Fraktionen und einem phänomenal starken Bossgegner, den wir bekriegen und dann auch final besiegen sollten. Ansonsten ist es nämlich nicht nur Game Over, sondern auch aus und vorbei mit dieser Welt hier, mit den Kreaturen, die hier leben und auch mit unserer Welt, aus der wir entführt werden, hinabgezogen werden, hier in diesen Dungeon. Mehr als 70 Missionen gibt es hier in diesem Rollenspiel zu entdecken und vor allem einen Gameplay-Mechanismus, den ich ziemlich spannend finde, nämlich im Gegensatz zu den meisten anderen Rollenspielen, wo es ja vorgefertigte Typen gibt, von Rollenspielhelden und von Kampfschemata, die man sich aneignet, also sowas wie Nahkämpfer, Fernkämpfer, Magier, Druide, Kleriker oder wie immer sie heißen, haben wir hier die Möglichkeit, aus bis zu 75 Fähigkeiten aus drei Bäumen von Fähigkeitentypen uns das herauszupicken, was wir haben wollen. Also wir können unseren Helden anpassen an unseren individuellen Spielstil und können diese Fähigkeiten aus drei Bereichen so zusammen kombinieren, wie es uns gefällt. Diese drei Bereiche sind der Kämpfer, der physische Gewalt anwendet, dann der Magier mit seinen magischen Tricks und ein Meuchelmörder, der sich durch das Dunkle schleicht und versucht, einen Gegner dann nach dem anderen auszuknipsen oder in irgendwelche Fallen hineinzulocken. Dabei gibt es auch eine ausgeklügelte Physik, eine Umgebungsphysik, gerade wichtig für unseren Meuchelmörder, wenn er zum Beispiel die Feinde in Feuer, in Brände hineinlocken möchte. Ich bin übrigens Writing Bull als YouTuber spezialisiert, eigentlich auf Previews von PC-Strategiespielen. Das ist ein Rollenspiel, aber ich liebe es ja auch, das wisst ihr ja, hin und wieder mal über meinen Tellerrand hinauszublicken und mir andere Genres anzuschauen. Und ich weiß ja auch von euch, den Zuschauern meines Kanals, dass ihr nicht immer nur stur Strategiespiele spielt, sondern mitunter auch mal andere Spiele. Dieses Spiel wird erscheinen für den Windows-PC, aber auch für diverse Konsolen. In der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube findet ihr zwei Links. Der eine führt auf die Produktseite von Underworld Ascendant auf Steam. Dort könnt ihr den Steam-Key, also die digitale Version, direkt kaufen. Oder ihr könnt, wenn ihr das möchtet, wenn ihr euch für das Spiel interessiert, auch den anderen Shop-Link nutzen. Der führt euch auf Games Planet. Das ist ein Zwischenhändler, der die Keys aufkauft vom Publisher, vom Spielehersteller und dann verbilligt weiter verkauft. Und dafür biete ich sogar noch einen extra Gutscheincode an, einen Community-Gutscheincode extra für euch, für die Zuschauer meines YouTube-Kanals, durch den der Steam-Key, den man dort verbilligt kaufen kann, noch einmal 5% preiswerter wird. Der Link auf Games Planet und auch dieser Community-Gutscheincode funktionieren ab dem 15. November und dieses Angebot ist zeitlich befristet. Einfach in die Textbeschreibung des Videos auf YouTube schauen. Ein kleines Dankeschön muss ich noch loswerden an 505 Games, an den Publisher dieses Spieles. Von denen habe ich mir eine kleine Aufwandsentschädigung, ein Honorar zahlen lassen dafür, dass ich diese Videos hier mache. Mache ich ja öfters. Falls ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr das, dass ich mir von den meistens etwas größeren Herstellern Geld geben lassen, mit dem ich mir zum Beispiel Videoreihen über kleinere Spieler als Profi-YouTuber querfinanziere. Jetzt aber viel Spaß mit diesem allerersten Eindruck von Underworld Ascendant. Auf geht es in unser Solo-Abenteuer in unserer Einzelspieler-Kampagne. Ich erlaube mir, unseren Helden nach mir selbst zu benennen. Ich werde das nicht als ein Zeichen von Eitelkeit, sondern einfach von Identifikation mit der Spielwelt und mit dem, was uns hier widerfahren wird. Ich selber bin ein bisschen bleicher bei meiner Haut, hängt damit zusammen, dass ich ohnehin selten als Let's Player ans Tageslicht gerate. Ich verkrieche mich quasi auch schon im Real Life in mein eigenes Höhlensystem. Meine Ärmchen sind ein bisschen dicker, wobei ich mir ein bisschen skeptisch bin, ob es sich dabei ausschließlich um Muskelmasse handelt. So klinge ich nicht. So auch nicht, so schon eher.
Du schläfst schon seit Tagen unruhig. Jede Nacht wirst du schweißgebadet wach und hörst eine Stimme in deinem Kopf. Jede Nacht wird diese Stimme lauter. Eines Nachts spricht sie und du erwachst an einem fremden Ort. Und auf geht es. Und der Mann oder der Geist, das Geschöpf, das uns durch diese Welt führt, ist Kabiros. Er wird uns durch die erste lange Trainingsmission durchbringen. Die will ich euch auch zeigen. Es ist ein erweitertes Tutorial, was uns Schritt für Schritt einzelne Spielfeatures zeigt. Nicht die ganze Spielwelt, die werde ich euch überlassen zu entdecken. Nicht alle Spielfeatures, aber was wir vor allem mitbekommen, das ist die gruselige Atmosphäre hier. Das ständige Dunkel, in dem wir uns befinden, falls ihr das bei helllichtem Tageslichte spielt. Mensch, Leute, lasst die Jalousien runter oder zieht euch zumindest eine Sonnenbrille auf. Da draußen wartet dieser Geist darauf, uns zu führen. War er wie wir auch einst ein Herausforderer von Typhon, der runtergekommen ist in diese Höhlenwelt und der seine Chance nicht genutzt hat? Werden wir sie nutzen? Der stygische Abgrund ist ein Verlies. Die Bestie Typhon. Typhon schlummerte einst in den Tiefen dieses Ortes. Doch nun ist er erwacht. Bei seinem Aufstieg folgen ihm die Toten. Genährt durch seine Kraft. Jedes Wesen, das fällt, stärkt seine Macht. Und bringt ihn der Flucht aus seinem Gefängnis näher. Nur dieser Vulkan hält ihn zurück. Aber nicht mehr lange. Je stärker er wird, desto eher naht der Tod, der Untergang der ganzen Welt. Und damit ist nicht nur diese Welt hier unten gemeint, sondern auch die Welt, aus der wir entrissen worden sind, hier hinab in diese Dunkelheit. Wir sind nur bewaffnet, ihr seht es, mit zwei Fäusten, mit denen wir zulangen können, das ist herzlich wenig noch. Licht wird uns kaum gespendet. Es gibt einzelne Pflanzen, die hier unten die Welt in ein fahles blaues Licht hineintauchen. Es gibt diesen Pavillon, in dem wir gestartet sind. Und es gibt eine erste Erscheinung neben unserem großen Helfer, die uns auch noch anlockt. Hier seht ihr Mineralerz. Wenn es so funkelt, wenn Funken an die Decke der Höhle hinauf stieben, dann gibt es etwas, was wir auflesen können und was uns hilft. Das ist die Schnellleiste, in die wir verschiedene Dinge reinstopfen können. Güter oder Waffen oder Stäbe oder Pfeile. Schwerter, die wir finden werden, alles Mögliche. Über die Tab-Taste kommen wir in das Inventar hinein. So sieht es aus und später stehen uns auch noch diese Reiter hier zur Verfügung, die noch ausgegraut sind, um noch weitere Gameplay-Mechanismen kennenzulernen. Fortbewegung der Welt, wie man sie kennt. Wer ist denen nichts Besonderes? Wie kommen wir durch? Durch den Hebel. Das Tor rattert auf. Wo ist mein neuester Widersacher? Du. Gruselig. Gruselige Bestie. Das ist unser Bossgegner, auf den wir, das ist meine große Befürchtung, irgendwann auch treffen werden. Und ich hoffe, wir werden uns ihm dann würdig erweisen, als würdiger Gegner. Dafür brauchen wir aber definitiv eine bessere Ausstattung. Das hier reicht kaum aus. Pfeile nehmen wir gerne mit. Einen Bogen haben wir quasi automatisch. Wir können verschiedene Pfeile anlegen und damit auf unsere Feinde draufschießen. Hier auf 3 angelegt. Das ist einfach nur der Nahkampf.
Ich wechsle mit den Zahlen zurück. Noch haben wir ja keinen Feind entdeckt. Absolute Dunkelheit, aber keine Sorge. Wir sind nicht drauf angewiesen, immer nur zu den Flammenpunkten, zu den Fackeln zu laufen und dazwischen in die Trübe, in die Dunkelheit hinein zu blinzeln. Wir werden später auch noch eine Möglichkeit finden, uns selber Licht zu machen. Hier geht es runter. Achtung, gegen alles, ich zeige es euch mal, was dort steht, können wir auch gegenlaufen und es schubsen. Da klimpert alles durcheinander. Wir können die Sachen verschieben, wir können Gegenstände hochnehmen, wir können Tabletts und anderes werfen. Zum Beispiel, um für Ablenkung zu sorgen, ob denn die Aufmerksamkeit und das Blickfeld unserer Feinde woanders hinzulenken. Und wenn Dinge auf den Boden fallen, kann es sein, dass sie zerbrechen. Wenn Dinge in die Flammen fallen, kann es sein, dass sie in Brand geraten und so weiter. Wir können auch ganz schwere Gegenstände hochheben, was uns allerdings auch keuchen lässt bisweilen. Wir können es auch umdrehen und anders hinsetzen und vielleicht sogar draufklettern und draufkrabbeln, um auf höhere Positionen drauf zu gelangen. Nichts zu sehen. Da hinten ist wieder der Geist, der auf uns wartet. Gibt es vorher noch etwas? Kommen wir hier durch? Ja. Steuerung-Taste und wir können kriechen. Links oben seht ihr, rot ist unsere Lebensenergie, blau ist Mana. Falls wir zaubern wollen und die kleine Gestalt darunter zeigt uns an, dass wir gerade geduckt uns davon bewegen. Was gibt es dort oben zu entdecken? Wieder eine Truhe. Mal schauen, was drin ist. Und was wir dort drin finden, ist übrigens zufallsgeneriert. Es ist bei jedem Durchspielen immer wieder anders. Reißer Kernobst. Welche Eigenschaften das hat, das bekommen wir nur raus, wenn wir es auch irgendwann mal verwenden. Vorher wissen wir es nicht. Ich würde jetzt gerne sagen, es werde Licht, aber noch wird gar nichts. Wie kommen wir dort hoch? Oben wird es uns angezeigt. W und Space und wir rennen vor. Denkt dran, eben haben wir noch geschlafen. Albträume jagten uns von Nacht zu Nacht stärker. Jetzt ist unsere Seele oder unser Körper oder unser Ich oder was auch immer hier unten gefangen. In dieser Welt. Leere Geldbörse. Lieber wäre mir eine volle, aber man nimmt mit, was man bekommen kann. Das ist dieser Vulkan, von dem unser Führer eben gesprochen hat. Wir werfen mal einen Blick hinab in den Abgrund. Schaurig. Lavaströme, glühend Gold und Rot, die dort hin und her fließen. Ich laufe, ich sprinte. Zwischendurch, ihr habt gesehen, wie... Das können wir allerdings nicht die ganze Zeit. Das macht uns auch erschöpft. Ein Portal müssen wir finden und zwischendurch gibt es immer wieder solche Kritzeleien an den Wänden, die werden später noch eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Hier sind wir hergekommen. Blickt euch diese riesige Welt. Und mittlerweile oben seht ihr es aufleuchten.
stehen uns noch andere Reiter zur Verfügung. Das ist die Karte, die Minimap, immer über M aufrufbar. Das Blaue hier, das sind diese Portale, in denen man sich hin und her bewegen kann. Rot, das sind wir. Hier unten stehen wir. Dann haben wir immer noch eine Aufgabe zu erfüllen. Links seht ihr die drei verschiedenen Gruppierungen, über die ich gesprochen habe, die es im Spiel gibt. Die Expedition, die Tiefenelfen und die Mykolyten, bei denen wir versuchen können, Einfluss zu erlangen, ihre Gunst zu gewinnen. Kabyrus ist hier aufgetaucht und bittet uns, ihm zu folgen, und das sind unsere Ziele. Noch entschuldigt bitte ein deutsch-englisches Mischmasch, aber da haben mich die Entwickler explizit darauf hingewiesen. Diese Vorabversion habe ich schon vor einiger Zeit bekommen, ja. Das ist der Fähigkeitenbaum, über den ich gesprochen habe. 75 Fähigkeiten insgesamt sollen es sein. Magie befähigt uns vorkommend von magischer Energie zu sehen, die für andere unsichtbar sind. Kampf, wir können mit Waffen schneller angreifen. Und Tarnung, wir wissen ganz genau, wie gut du im Licht und im Schatten zu sehen bist. Du weißt es ganz genau, wie bewusst sich Feinde deiner Anwesenheit sind und kannst den Zustand von Schlössern aus der Ferne erahnen. Das wird uns helfen zu schleichen. Wir müssen aber jeweils unsere Erfahrungspunkte erstmal einsetzen und können uns dann hier durchskillen. Und ihr seht bereits, obwohl da ein Vorhängeschloss vor ist, was das für Dinge sind, die wir uns hier holen können, diese Eigenschaften, und was sie an Erfahrungspunkten kosten. Ich gehe jetzt nicht alle durch, ich zeige euch nur ein paar Beispiele in verschiedenen Bäumen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, worum es hier geht. Und auch links bei der rohen Gewalt mit Schwertern zuschlagen oder stechen, hin und her gleiten. Geschick und Stärke und Regeneration können erhöht werden und wir können mehr Sachen tragen. Okay? Das sind die Hinweise. Das sind die Tutorial-Hinweise, die wir die ganze Zeit bekommen. Falls euch da etwas zu schnell weggeblendet wird, kann man die hier einzeln, und zwar alphabetisch sortiert, wieder aufrufen und nachschlagen. Und das ist etwas, was wir noch gar nicht kennen. Da hinten wartet wieder Kabyrus auf uns. Grüß dich. Und verschwindet. Kaum sind wir hier angekommen. Riesige Kronleuchter, die von der Decke hängen, ersetzen das Licht des Tages. Oben leuchtet er wieder und da ist das Portal, mit dem wir hier dieses Gebiet verlassen können. Wir werfen aber vorab mal einen Blick in diesen Raum hier. Bläulich wabert es, Kristalle leuchten von der Decke und dahinter Schloss und Riegel. Das werden wir später sicher noch erleben, worum es da genau geht. Da seht ihr ein Geschöpf oben schweben. Ob Freund, ob Feind, das wissen wir im Moment noch nicht. Und ab. Wir teleportieren uns in eine andere Welt. In ein anderes Level. Und wenn da oben steht, Ziel, erkunde, experimentiere, entkomme, dann ist das wörtlich gemeint. Können nur durch Logik gelöst werden. Denn das ist tatsächlich der Anspruch, den die Entwickler formulieren. Sie wollen, dass wir uns unseren eigenen Weg finden zum Spielerfolg. Es gibt für die meisten Hindernisse, denen wir begegnen, eine Fülle verschiedenster Möglichkeiten, wie wir sie umgehen, zerstören, vernichten, weghexen, wegzaubern oder irgendwie anders beseitigen können. Es gibt also nicht den einen Weg zum Spielerfolg, den es zu finden gilt. Und mal schauen, wie das bei uns ist und wie wir das lösen werden. Vor allem hätte ich gerne als erstes ein bisschen mehr Licht, bitte. Ein Blick hinab in die Tiefe zeigt uns.
Du wirst hier sterben. Ungeliebt. Vergessen. Nicht betrauert. Typhon wartet auf uns mit einem Lachen, das schurkisch zu nennen noch eine Verniedlichung aller Schurken wäre. Wir rennen die Wendeltreppe hinab. In eine Welt, von der wir nicht wissen, was sie uns bringen wird. Die Energy-Treppe endet im Nichts. Wasser, in das wir springen können, oder Land. Im Wasser ist es vermutlich, Wasser könnte eigentlich unseren Sturz abfangen. Oder schaffe ich es, auf die andere Seite zu springen und bekomme ich da irgendetwas? Irgendeine Hilfe? Mit Shift und mit W und mit Sprint, mit Space. Nichts. Keine Belohnung, nichts. Das heißt, wir plumpsen jetzt einfach nur eins runter. Ich hoffe, ihr habt das Seepferdchen. In die Richtung geht es anscheinend weiter. Und was finden wir hier? Aha, ist dahinter vielleicht was verborgen? Ich ziehe es mal weg. Nein, man kann es nur umschmeißen. Manchmal gibt es Geheimeingänge oder geheime Ausgänge hinter irgendein Möbelstück versteckt, das hier in der Gegend steht. Was finden wir hier? Allerlei Haushaltsgegenstände. Eine Wurzel. Und sonst gar nichts. Eine Wasserflasche. Ich darf dir nicht direkt verraten, wie du die vor dir liegenden Herausforderungen meistern kannst. Hier können wir drüber springen. Oder einfach Hindernisse beiseite stellen. Wir nehmen das Erz gerne mit. Und noch mehr. Köpfe. Beziehungsweise die untere Hälfte davon. Rechts und links ein Spalier für uns. Wie gut, dass sie nicht beißen können. Und da vorne eine erste Tür, auf die wir stoßen, die sich allerdings auch bequem öffnen lässt. Deine erste Aufgabe ist einfach: entkomme. Entkomme, das ist ein Hinweis, den wir zum einen hören, aber es gibt auch etwas, was wir lesen können. Du trittst so leise auf wie eine ausgestoßene Schurkin. Doch ich spüre dich in meinem Nacken. Such meine Inschriften. Draupnir hat das gezeichnet. Wer ist Draupnir? An wen hinterlässt er seine Botschaften? An mich? An jemand anders? Ist das eine alte Botschaft für jemand, der hier früher schon mal langgelaufen ist? Oder gilt sie tatsächlich mir? Da hinten schimmert es. Was befindet sich hinter diesem Gitter? Noch ein Stückchen Wasser und... Wie gut, dass wir geforscht und gesucht haben. Eine Schatztruhe. Und was ist drin? Ein Lumpenkopftuch, ein makelloses Lumpenkopftuch. Das soll man noch jemand behaupten, Lumpen könnten nicht makellos sein. Und hier seht ihr, dass Rüstungsgegenstände, schwere Gegenstände automatisch angelegt werden. Unsere Rüstung beträgt 0%, das war sie schon vorher. Das heißt, hier ist der Wert einfach nur abgerundet worden. Natürlich haben wir ein bisschen Rüstung jetzt. Ihr seht, ein wenig Hiebwaffenschutz haben wir erhalten. Ist dahinter eventuell noch was verborgen? Leider nein.
Ein Kohlebecken prasselt vor sich hin. Haushaltsgegenstände aller Orten, die wir hier erstmal stehen lassen. Von links sind wir gekommen. Da ist die Tür offen. Wohin geht es hier weiter? Zur nächsten Tür. Verrat und Untergang. The wood is strong. Hardy. Mit der Zeit könntest du es durchschlagen. Oder versuch's mit Feuer. Mit bloßen Fäusten könnten wir hier drauf dreschen. Oder, sagt uns Kabirus, die Tür verbrennen, die sich von alleine nicht öffnen lässt. Sollen wir das machen? Wir halten diesen Basttopf in die Flammen, der sofort entbrennt. Bringen ihn schnell rüber, bevor er uns die Hände abfackelt. Werfen ihn wieder hin. Und schauen mal, ob die Tür zu Verrat und Untergang in Flammen aufgeht. Und sie tut es auch. Kleiner Tipp, je größer und schwerer der Gegenstand aus Holz ist, den man irgendwo hinbringt und in Brand setzt, desto länger dauert es, bis er entbrennt und abbrennt. Aber desto größer sind die Flammen auch, desto schwerer der Schaden, den sie anrichten. Können wir noch durchrennen? Vielleicht warten wir lieber noch ein kleines Weilchen, während das Feuer so laut prasselt, dass man kaum seine eigene Stimme hört. Oh, wie schön. Und schon hat sich hier etwas gefunden, ein Faulwurmfilet, das entweder in dem Basttopf drin war oder das wir gerade bekommen haben, weil ein Faulwurm hinausgeplumpst ist und gerade von uns geröstet wurde. Lecker. Ich laufe schnell durch. Und hier geht es weiter. Was werden wir dort unten finden? Zauber beeinflussen körperliche Eigenschaften. Die Physik, den Geist deiner Gegner. Dort geht es wohl weiter, hinter dieser... Und ein einzelner Zauber. Hinter dieser großen Tür. Und was wird dort beleuchtet? Auf dem Podest? Der erste Zauberstab, den wir finden. Ein Bewegungsholzstab. Hier wird er automatisch abgelegt. Ich lege mal die anderen Sachen hier oben ab. Den Pfeil behalte ich. Da wissen wir noch nicht, was es bringt. Das ist ein Zauberstab, der kann dort bleiben. Lässt Gegenstände aus Holz und jede Art von nicht allzu großen Pflanzenteilen schweben. Wofür wir allerdings Mana brauchen. Denkt dran, links oben der Vorrat hier. Noch nicht allzu viel. Wir wirken den Zauber einmal, um einen Gegenstand zu bringen und zweimal, um ihn fortzuschicken. Was haben wir sonst? Sind hier oben noch weitere Schätze eventuell? Wir wissen es nicht. Können wir da was runter? Ist dort was Wertvolles, was wir mit dem Zauber entfernen könnten eventuell? Wenn ja, was bringt uns das? Wir sehen es nicht. Wir könnten mal versuchen hochzuklettern. Kann man von da oben mehr sehen? Kann ich jetzt hier, ich gehe mal ganz an den Rand erspähen, ob dort oben irgendetwas Wichtiges ist? Ist dort oben eine Tür eventuell? Kann man das im Grundriss sehen? Ich glaube, das ist nur ein Pfeil da, aber ich weiß es nicht gewiss. Wie kommen wir hier durch? Abgeschlossen. Wieder durch Feuer. Was rät uns die Gestalt, der hier, die ja immer wieder diese Sprüche zurückgelassen hat, für uns oder jemand anders? Ausgestoßene steht dort. Ausgestoßene können keine Magie anwenden. Ha! Anwenden, Fragezeichen. Ha! Die Geheimnisse von Anjors Buch werden mir Macht verleihen. Lass ab von deinem Vorhaben und folge meiner Suche nach Wissen, Schwester.